Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Sommer in GTA in Los Santos wird heiß, denn Rockstar Games hat ein großes Sommer-Update in GTA Online für GTA Online angekündigt. Diese Ankündigung ist aber keine Update-Ankündigung gewesen, sondern es ist auf der Newswire-Seite, auf der Homepage von Rockstar Games zu finden, denn da wurde über GTA Plus geredet. Das war so ein kleiner Infotext, Werbetext für GTA Plus. Und dort hat man dann zwischen den Zeilen versteckt GTA Sommer Update gesichtet. Ich lese mal den Teil vor, wo wir das mit dem Update lesen. Im Rahmen eurer Mitgliedschaft bei GTA Plus erhaltet ihr außerdem die Möglichkeit, euch im Zuge des großen GTA Online Updates im Sommer einen neuen Supersportwagen zu sichern. Und das ist auch eine Sache, die ich total vergessen habe, mal zu erwähnen, weil ich den Text nie ganz gelesen habe. Ich habe nur Sommer-Update, großes Sommer-Update gelesen und dachte mir, wow, cool, großes Sommer-Update. Großes Sommer-Update ist auch besonders, Leute, denn das ist erst das zweite Mal in der über 10-jährigen Geschichte von GTA, dass ein Update als großes Update betitelt wird. Und dieses Mal, wie gesagt, ist Sommer dran. Und das ist ja untypisch, denn Sommer-Updates sind normalerweise nicht so groß, wie viele von euch wissen. Ich habe euch Fakten mitgebracht, warum ich ein Datum für das Update habe, für das Sommer-Update und euch sagen kann, wann das Update kommt und sozusagen ihr euch darauf vorbereiten könnt, wenn ihr Legit-Spieler seid und Geld erspielen müsst. Oder wenn ihr gebannt worden seid von Rockstar Games wegen eurem Dupe-Account. Dann könnt ihr euch auch schon mal ein bisschen vorbereiten, wenn ihr Lust und Laune drauf habt. Als allererstes, Leute, wenn euch das gefällt, dass ich jetzt wieder für euch recherchiert habe, kombiniert habe, um euch für euch das Datum herauszufinden, einen Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Ich habe nicht nur diesen Newswire-Text als Informationsquelle, sondern noch ein, zwei andere Sachen. Ich denke mal, ihr werdet jetzt gleich mit der Zeit sehen, was ich alles in dem Video für euch parat habe, um euch ein genaues Datum rauszubringen. Die Spekulatius lassen wir im Weihnachtsschrank stehen. Noch zweimal duschen, dann ist ja wieder Weihnachten 2024. Und bis dahin haben wir hoffentlich noch mehrere Infos zu GTA 6 bekommen. Ich hoffe es sehr. Passend zu dem GTA Plus Text hat Rockstar Games nochmals die Preise für GTA Plus erhöht. Aktuell gibt es keine Rechtfertigung, aber wenn wir mal überlegen, Sommer-Update kommt und ein großes Sommer-Update kommt, ich könnte mir vorstellen, dass es dort neue Sachen gibt, die GTA Plus Kunden ansprechen sollen. Was genau wissen wir noch nicht. Vielleicht wird es aber so groß sein, dass man einfach den Preis erhöhen muss. Vielleicht deutlich mehr Geld, vielleicht deutlich mehr Fahrzeuge. Was auch immer es ist, es scheint etwas Besonderes zu sein. Im Sommer wird aber alles anders anscheinend und ich hoffe es auch vom Herzen, dass das auch stimmen wird. Neue Kunden müssen schon den erhöhten Preis bezahlen. 7,99, früher hat es 5,99 bezahlt und solltest du ein GTA Plus Abo haben, dann kannst du noch bis zum Juni 5,99 zahlen, wenn du dein Abo nicht kündigst. Solltest du jetzt einmal kündigen und dann von neu starten, dann musst du den erhöhten Preis schon jetzt bezahlen. Das ist ein Bonus sozusagen für aktuelle Kunden, die haben noch ein, zwei Monate Zeit, bis sie auch den erhöhten Preis zahlen müssen. Rockstar Games hat aktuellen GTA Plus Kunden eine E-Mail geschickt, wo sie auch sagen, dass eine Preiserhöhung kommen wird und haben dort auch ein Datum gedroppt. Und das Datum verrät eigentlich alles. Man muss zwischen den Zeilen lesen können in GTA und ein bisschen Ahnung haben und die Geschichte von GTA ein bisschen kennen. Nicht studiert haben, sondern ein bisschen kennen und Rockstar Games auch wie sie ticken. Und dann hat man auch das Datum und ich muss euch erstmal ein paar Beweise liefern und danach gucken wir uns das Datum mal ein bisschen genauer an, wann das Update in GTA erscheinen soll. Jetzt hier ein paar Fakten und Beweise. Normalerweise ohne ein Update endet GTA Plus von Monat zu Monat an einem Mittwoch und startet von neu an einem Donnerstag. Warum? Weil es dort immer neue Eventwochen in GTA gibt und sehr wahrscheinlich dort die meisten Leute GTA starten und spielen. Deswegen möchte Rockstar Games auch dort immer GTA Plus am Start haben. Damit mit der neuen Eventwoche auch neue zahlende Kundschaften hoffentlich kommen. Aber es ist ein bisschen anders, wenn ein neues Update erscheint. Denn seitdem es GTA Plus gibt, endet dann GTA Plus nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Montag und startet natürlich am Folgetag, das heißt an einem Dienstag statt normalerweise an einem Donnerstag. Denn natürlich, wenn ein Update erscheint, dann gibt es am Update-Tag so viele Spieler wie lange nicht mehr davor. Also man kann sagen, phasenweise von Update zu Update kommen immer wieder mehr Spieler in GTA dazu, was schön ist natürlich, aber schade, dass viele Leute dann auch wieder verschwinden. Jedoch ist GTA auf gar keinen Fall alles andere als tot, meiner Meinung nach. Ich kriege fast nur volle Lobbys. Fast nur volle Lobbys und es macht sehr viel Spaß. Und jetzt lasst uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen bei Thema Updates. Wie ich gesagt habe, Mai 2022 gibt GTA Plus. Und zum Sommer-Update 2022 endete GTA Plus an einem Montag und am 26. Juli mit dem Criminal Enterprises Update haben wir auch ein neues GTA Plus bekommen, also Dienstag statt Donnerstag.
Winterupdate 2022 hat mit GTA Plus neu gestartet an einem Dienstag mit dem LSD Wars Update und Montag hat GTA Plus geendet. Das gleiche auch für Sommerupdate 2023, San Andreas Mercenaries, neues Update am Dienstag, passend dazu auch GTA Plus neu dazu. Und natürlich mit dem Chop Shop Update, Winterupdate 2023, das aktuellste Update in GTA quasi. Am Montag, den 12. Dezember, haben wir das neue Update bekommen. Zum Zeitpunkt des Videos sind es 5 Monate her, dass das Update neu erschienen ist. Das fühlt sich trotzdem an wie gestern. Und eine Woche zuvor kam GTA 6 Trailer. Oh, so cool damals gewesen. Ich hoffe, das wird genauso sein beim Sommerupdate. Eine Woche vor dem Update vielleicht ein GTA 6 Trailer. Vielleicht Vorbestellung, wir werden sehen. So Leute, ich wollte euch einfach nur damit beweisen, ne, Thema Updates, es kommen immer Sommer- und Winter-Updates heraus. Und aktuell nur dienstags gibt es neue Updates mit GTA Plus. Kommen wir zurück zu GTA Plus E-Mail. GTA Plus, die Preiserhöhung findet ab dem 11. Juni auch für alte GTA-Kunden statt. Und der 11. Juni ist ein, richtig, Dienstag, wo das neueste GTA Plus erscheinen wird mit dem neuesten Update. Es ist keine Spekulation, meine Damen und Herren, es ist ein Fakt. Streng genommen habt ihr jetzt unter 2 Monate Zeit, euch quasi vorzubereiten, wenn ihr in GTA knapp bei Kasse seid. Ich empfehle euch, macht die Eventwochen, macht die Zeit rennen, ihr seid gut dabei. Es kann sein, das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, dass ihr das euch auch merkt, dass Rockstar Games eventuell das Update verschieben könnte. Nicht muss, aber verschieben könnte. Gründe dafür sind klar, zum Beispiel GTA 6, irgendwas passt nicht, deswegen muss man da eventuell noch mehr Mitarbeit hinzufügen und GTA Online hat dann Zweitrang sozusagen. Kann sein, dass das GTA-Update irgendwas Fehlerhaftes hat, zum Beispiel ein Glitch wurde entdeckt, was wir alle wissen, alle Glitches werden wieder freigeschaltet wahrscheinlich. Oh nein, Alter. Aber merkt euch allgemein, der 11. Juni, der wird es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sein. Kombiniert mit den Nachrichtenartikel von Rockstar Games, mit den E-Mail an aktuellen GTA Plus Kunden. Natürlich bin ich kein GTA Plus Kunde, diese E-Mail habe ich im Internet, auf Twitter, auf X, wie auch immer man das nennen möchte heutzutage, gefunden. Und es ist eigentlich Rockstar Games typisch. Natürlich werden wir sehr wahrscheinlich wieder einen Trailer von Rockstar Games bekommen. Ich kann mir das vorstellen. 2 Wochen vor dem Update gibt es an einem Donnerstag oder Freitag einen Infotext. Mach dich bereit für das größte Sommer-Update, das größte Sommerspektakel in GTA. Und dann eine Woche später wäre typisch, oder einige Tage vor dem Update wäre es Rockstar Games typisch, wenn Trailer gedroppt wird. Da könnt ihr euch auch merken, normalerweise Donnerstag und Freitags ist Update-Ankündigungstag, wenn die was ankündigen möchten. Aber dadurch, dass Rockstar Games ein bisschen anders ist, kann das Ganze sogar an einem Dienstag passieren oder sehr selten, aber ist auch schon mal vorgekommen, an einem Mittwoch. Aber normalerweise, wenn alles gut läuft und Rockstar Games wie früher ist und keine Unterbrechung hat und keine Probleme hat, ist der Tag, den man sich merken sollte, Donnerstag und Freitag. Früher war es fast nur Freitag, mittlerweile benutzen die auch ab und zu Donnerstag mit der neuen Eventwoche. Finde ich irgendwie cool, aber andererseits auch nicht cool, weil du machst Eventwochen und dann kommt auf einmal Update-Ankündigung, ich weiß nicht. Das ist zu viel. Aus meiner Sicht. Aus meiner Meinung. Man sollte sich erstmal auf die Eventwoche konzentrieren können und dann an einem Freitag kann man sich dann auch mal fürs Wochenende freuen. Hey, GTA Update kommt. Ich muss mehr grinden. Guck mal Leute, kurz vor dem Update werde ich noch einige Videos machen beim Thema Geld verdienen. Generell mache ich ja von Woche zu Woche Geld verdienen Videos. Genau mit diesem Hintergedanken, dass ein Sommerupdate kommt, damit ich so viele Leute wie möglich informieren kann und vorbereiten kann. Auch wenn das nicht meine Aufgabe ist, mache ich das sehr gerne, dass ich Leuten aushelfe, die in GTA hier und da ein bisschen mehr Geld benötigen. Ich denke, ich werde nochmal so ein generelles Video machen, fit für Sommerupdate oder sowas, mit Thema Geld. Es kann sein, dass ich mal ein Wunschvideo mache und Möglichkeitenvideo mache. Ich habe da so eine kleine Idee, was man machen kann. Vor allem beim Thema Macebank, nicht Macebank, wie heißt es hier? Mile High Club, Map-Erweiterung. Darüber können wir mal generell ein bisschen reden. Es wird interessant und cool. Aber allgemein wird dieses Update, glaube ich, eines der interessantesten Updates. Das Winter-Update könnte nachfolgend auch ziemlich interessant werden. Wegen 2 Themen. Erstens, wird da irgendetwas in Verbindung mit GTA 6 gebracht? Wenn ja, wird es ein GTA 6 Event? Oder können Vorbesteller irgendeine Waffe oder etwas anderes Besonderes bekommen? Und außerdem, wird es ein großes Finale geben oder nicht? Ich bin gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Macht's gut, keep it hammergeil und tschüss.